Okay, Moment. Na, das reicht noch. Er kommt sogar her. Mal kurz unterbrechen, warte mal kurz. Ich treffe aber bloß zwei. Ich könnte Fire jetzt an Dreifach-Kill machen, ne? Yasini, Junge! Yasini, Junge! Ich hab das voll fast verpennt zu schneiden. Oder fast vergessen, den da reinzuschneiden. Ich hab nämlich ein bisschen. Die eigentliche Folge geht ja erst ein wenig später los. Ja, mal gucken, wie viel wir machen. 12, 24, ist nicht so gut, ne? Da trifft ja gar nichts mehr, Alter. Was hab ich alles verschossen? Alter, später war das schlecht. Ich hätte jetzt ja gedacht, dass das so scheiße wird. Ah ja, aber wir machen jetzt erstmal Sortage. Lass mich mal dahin fahren. Das ist ja gewollt so. Ja, jetzt steht er perfekt. Ja, wollte machen jetzt erstmal Sortage, wenn ich ein Disco hab. Ne, ne, ich gehe dann im Suicide Squad. Es geht einfach darum, dass ich die Sausage treffen will. Und zwar zweimal vielleicht, wenn es geht. Ja, ich brauche bloß. Ich will jetzt bloß die haben. Ja, 200, alles passt, so wie ich es haben wollte. Wahrscheinlich kommt jetzt der Stern drauf und fickt. Jawohl. Wenn ich jetzt noch den Mega Nuke treffe, dann bin ich zufrieden. Ich bin ja den Stern. Oh, lol. Der hat mir getroffen, der RIP. Mal kurz aufschreiben hier gleich, weil ich muss das langsam machen. 6, hätte ich wieder vergessen. Jawohl, Down Zimmer, GG und Upgrade steht an. Wir mussten ja bloß 39 machen, wir haben 200 gemacht. Und da zählt ja zum Beispiel auch wieder 200 mal Multi. Das können wir ein schneller machen. 97 XP und dann muss man so meinen Screenshot machen. Auf das wollte ich hinaus. So, Bratwurst. Oh, lol, ich hab kurz mein Spielsturz ab. Jetzt sehe ich auch den Woofer halbwegs gut. Jawohl. Also momentan ist ein Wu voll schon eine gute Waffe sowieso. Auf jeden Fall jetzt die Bratwurst. Wieder eine Waffe mehr. Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von SSL. Wir spielen 4 gegen 4. Mit 1, 2, 3, 4 Level 100. Dann ist die Lobby gerade so schnell voll geworden. Wir sind am Tag nach dem Update. Die Folge kommt am Sonntag. Nachdem ich eigentlich Wu für den Samstag geplant hätte, was jetzt am Freitag kam. Ich habe es ja im Stream erzählt, als Stream wiederholt und könnte euch eigentlich geben, war ziemlich geil. Die Folge kommt jetzt am Sonntag, wir spielen ein bisschen 1,67, falls mal, ihr wisst ja Bescheid, falls mal halt Ding bekommen, dass wir möglichst viel XP rausbekommen, 300 Schaden, 3 Leute getroffen, no Crit war ganz gut, wir kommen zu unserer Folge gut, er kann, ich komme gerade vom Stream, deswegen, ich höre mich ein bisschen assi an, bin aber auch ein wenig angeschlagen. Das Interessante ist, dass wir erst einmal den, muss ich sagen, Johnny Coke ist tatsächlich einer, der einen Tag nach dem Update, das sind noch nicht einmal 24 Stunden, einfach mal den Ultimate Imploder schon haben. Und wir haben 0 Wind. Das ist halt der krankeste Ding. Und das Ding hat einen fucking Radius. Dazu, falls ihr Bock habt, geht mal aufs Profil und schaut den Screenshot an. Ich blende jetzt da nicht ein und auch das Profil nicht. Könnt ihr einfach machen. Profilbild habt ihr da. Außer ändert's. Ich hoffe, ich darf das sagen, aber. Und lasst da noch ein Like da, weil innerhalb von einem Tag das Ding zu leveln ist halt eigentlich krank. Möchte ich mal kurz sagen. Lasst da mal einen Daumen nach oben da, habe ich auch gemacht. Ich habe jetzt nichts kommentiert, aber. Weil es gerade doch in der Folge, also vorm Folgenanfang gemacht habe. Es ist krank, was das Ding für ein Radius hat. Den Schaden habe ich daraus jetzt leider so schnell auf die Schnelle nicht gesehen. Was das für ein Radius jetzt genau war, aber... Die Waffe ist krank, aber... Die Waffe hat leider wieder mehr Negativpunkte wie positive Aspekte. Oder... Ich darf nichts trinken zwischen den Dingern, ey. Zwischen Stream und Aufnahme. Die hat halt leider mehr... negative Aspekte aus meiner Sicht wie positive Aspekte. Den Level 100 Faktor lassen wir jetzt mal weg. Weil, ob das jetzt der Level 80 oder 100 wäre, es spielt überhaupt keine Rolle. Der erste Positive ist halt, du machst verdammt viel Schaden, also 200 Schaden machst du dem Gegner, Punkt. Oder 400 Crit, bei Full Crit. Natürlich machst du damit in dem Haufen von 4 Leuten, aber die standen jetzt sehr zusammen, die 3 Leute. Du machst halt dann 600 Schaden oder 1200 Crit. Das ist viel. Mit einem Schuss, mit einer Waffe, mit der ersten Stufe. Bei so muss es mit Mega Nuke mal 2 und Grid, das auf. Da brauchst du aber mehr Leute. Ne, da warte mal, da waren es 4 Gegner. 400 Schaden mal 2 Grid, ist auch bei 1200.
du hast eine bessere Waffe. Der andere positiv ist einfach, du hast eine unglaublich große Range. Die Range ist exakt 30% der Map. Also, wenn ihr Flatlands habt, von ganz links nach ganz rechts, und davon nimmt er 30%. Knapp ein Drittel. Und das habt ihr als Range, sicher. Wenn der Gegner jetzt weiter unten, weiter oben steht, dann kann das dann separieren, weil ihr habt den Radius. Also bei Flatlands, jawohl. Hi. Und jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Ich kann hinzielen, wohin ich will. Ich zeige es dir gleich. Das ist das Gute. Das ist das Gute. Ihr seht, ich habe es einmal getroffen im Stream. Das war aber ein kranker Schuss. Ich habe Pentagramm auch noch. Ich glaube, ich gehe erstmal drauf. Ist mir wurscht. Ich mache sowieso 100 selber. 200. Ja, wir machen einen Kill. Wir machen 400 Schaden. Maximal. Bloß, ja, der hat schon Armor verloren. Aber es ist halt krank. Aber das Schlechte ist, das erste Schlechte. Du triffst dich selber. Das sehe ich als schlechten Punkt an. Muss ich ganz ehrlich sagen, das sehe ich als schlechten Punkt an. Weil du bist Level 100. Und hast da Waffe, in der du dich selber treffen musst. Für Suicide Squad, Leute, ist das immer ziemlich geil, weil die gehen sowieso drauf. Wenn sie noch 5 AP haben, die Waffe, das passt dann. Aber ich verstehe den Sinn denn, dann durch das Ding Imploder. Ihr seht ja, das Ding lädt sich in deinem Tank selber auf und explodiert nach außen hin in einem bestimmten Radius. Durchmesserradius, je nachdem. Es gibt ja die Explosion und die Implosion. Implodiert quasi. Deswegen heißt es ja auch Imploder. Macht schon Sinn, dass du dich selber triffst. Aber warum? Das Ding ist ja quasi eine Fortsetzung von Mega Nuke. Du hast beim normalen Nuke eine Range, wie gesagt, bei Flatlands von 20% der Map, also ein Fünftel. Beim Mega Nuke hast du 25% der Map, hier hast du 30%. Wie ich das beim Bild von Johnny gesehen habe, könnte dann der Ultimate Imploder, das sind nicht einmal 35, das können bald schon 40 bis 45 sein. Das ist unfassbar krank. Wie gesagt, schaut es euch an, geht aufs Steam-Profil und lasst da Bewertung da. Es ist echt krank. Ohne Scheiß. Also ich habe das Bild ja noch da, ne? Das ist, warte mal, wie viel Schaden hat er denn da gemacht? 127 Damage. Ja gut, er hat aber gekillt. Okay, da kannst du jetzt sagen, wie viel der macht. Warte mal, den hat er noch gar nicht freigeschalten. Das war eine Kiste. Das war eine Kiste. Jetzt zeige ich das erst. Weil unten nämlich die Leiste, ihr habt da unten wie da, ihr habt da eine weiße Leiste. Die ist da nicht einmal ein bisschen gefüllt. Das muss eine Box gewesen sein. Das kann auch keine Box gewesen sein, weil das ist nämlich plus 200 XP, 200 HP One-on-One wahrscheinlich war oder so. Aber der Balken ist halt nicht gefüllt, das verwirrt mich jetzt ein wenig. Das Grüche wurde hochgeladen am 16.11. um 7.08 Uhr. Das war, das Update kam um 22.39 Uhr, rechnet es aus, das sind 8 Stunden, 9 Stunden, das schaffst du nicht. Ich kenne Leute, der halbe RSCO-Clan, die spielen am Tag 10 Stunden, kriegen dreimal die Waffe. Ich denke, Leute wie mich, die machen erst eine Stunde ans Zurück. Ach, ich hab den Imploder gar nicht gezeigt, weil es ein bisschen länger gedauert hat. Ich zeig's am Schluss, aber ich zeig's am Schluss. Weiß ich nicht, was das jetzt war, weil du kriegst eigentlich im, selbst wenn du die Kiste aus die Items holst, die waren ja übrigens gesperrt, also halt aus, macht's doch auch ganz Sinn. Ich bin zumindest voll verwirrt. Weil eigentlich müsste bei der letzten Stufe, seht ihr ja da, müsste der Balken voll sein und der geht auch nicht mehr runter. Und der ist leer, der Balken, aber die zweite Stufe ist halt da. Ich bin verwirrt. Keine Ahnung, aber könnt ihr trotzdem für das Bild ein Like da lassen. Nee. Tja, wie gesagt, positiver Punkt ist die große Range und der große Schaden. Erster Negativpunkt ist halt, dass du dich selber treffen musst. Der zweite ist diese Waffe. Du magst keinen Schuss wie jetzt der Shooting Star. Dadurch, dass du den nicht magst, jawohl, kannst du diese Waffe nicht im Rebound benutzen. Heißt, du musst die Waffe komplett im Deathmatch, Assassin, Point, whatever leveln. Dann natürlich alle, die gefühlt Level 90 aufwärts sind
Only Rebound spielen, ist es halt echt ein Schlag in die Fresse. Muss ich sagen, es ist ein Schlag in die Fresse. Muss ich sagen, wie es ist. Weil zwischen Chopper und Level 100, oder umgekehrt zwischen Level 100 und Chopper, liegen glaube ich nochmal 110.000 XP. Ich glaube sogar 114.000, in der Statistik steht das genaue Ding drin. Die XP von Level 100, die man braucht. Ich will nicht so weit sein. Geht aber. Ich glaube 886.400. Irgendwas in dem Dreh. Und die müssen halt 110.000 XP spielen für Chopper. Natürlich kannst du jetzt sagen, ja. Da haben sie ja quasi genug zu tun, wenn du immer nur Deathmatch spielen statt Rebound. Rebound. Und musst die Waffe leveln. Ja, das ist gut. Aber die haben bis Level 100 auch schon nur Rebound gezockt und nicht Deathmatch. Ne? Der andere Punkt ist halt dann einfach der, du kriegst mal wieder nur den Schaden auf eine Person angerechnet. Also egal, wenn ich jetzt vier Leute kill oder einen mit Grit. Sag mal, ich spiele 280, biete das hier und treffe 4 Leute und kill 4 Leute. 280 mal 4. Weil ich ja Grit. Mit Grit habe ich ja alle gekillt. Also auf 280 mal 4. Mache ich 1112 Schaden. 1120 Schaden. Mal den Multiplikator. 1,67 ist der hier. Im Moment. Würde ich ja theoretisch 1870,4, also 1870 XP bekommen. Ja, Pfeiferdeckel. Du bekommst nämlich genau 280 mal 1,67, also 477. XP auf die Waffe gut geschrieben. Heißt, du wirst eigentlich extreme Nachteile. Da mache ich halt von mir aus noch zwei Stufen drauf. A2 und A3. Also nicht nur den Ultimate Imploder, sondern halt noch den Extreme Imploder. Von mir ist dann auf 50.000 XP. Wird mir, glaube ich, sogar mehr Spaß machen. Und kriege ich dann wirklich, wenn ich das am Balken sehe, okay, du hast 1000 XP bekommen, dann passt es. Weil ich habe ausgerechnet, wenn du nur 1,67 spielst und machst von mir aus, wenn du überhaupt hast, du immer 200. Du brauchst 17.200, du machst 200 Schaden mal 1,67. Gehen wir von 1,67 aus, in 334. Du brauchst 17.200 XP, heißt du musst die Waffe 51,5 mal bekommen. Wenn wir jetzt sagen, wir machen mal ein bisschen Grit, mal ein bisschen maybe 200 Schaden, mal beim Grit, also ist der Grit logischerweise, etc. und so, da brauchst du die Waffe 50 mal. Wenn nach meiner Berechnung ausgeht, mit einer dritten Stufe, mit dem Extreme Imploder, mit 50.000 XP und ihr kriegt dann mal 1000 XP zugerechnet, braucht du auch 50 mal die Waffe. Fürs Gesamtpaket. Es macht keinen Unterschied. Dann soll er halt sich mal nicht so aufpissen und sagen, okay, 17.000 XP ist das Ende von der Veranstaltung, sondern macht er von mir so mal 25.000 XP für die nächste Stufe und für die letzte Stufe. Gerade bei so einer Waffe, das macht doch mehr Spaß. Und dieses ganze, du kriegst den Schaden auf Malodin angerechnet, ist doch dumm. Im Point kannst du es machen, weil da stehen sie gestackt auf einem Haufen. Hier steht keine Sau gestackt. Die stellen sich dann absichtlich aufeinander, weil die. Ne, die Waffe von der Range ist halt einfach viel zu groß, dafür, dass du irgendwas machen kannst. Ich sehe auch, dass ich auch stecke gerade durch die Decke. Die Leute stellen sich halt so hin, wie sie normalerweise stehen würden. Also fahren vielleicht ein bisschen weg, aber du triffst ja trotzdem zwei. Was kann ich dafür, wenn die Map für 8 Leute ausgelegt ist und da leider mal 4 Gegner auf der Map sich platzieren müssen, da ich aber leider 30%ige Range habe, die Map zu zerficken. Warum wird man dann da was abgezogen? Du wirst ja bestraft für das, was du erspielt hast, und zwar Level 100, und damals bestraft durch eine Waffe, die nicht Full XP bekommt. Also Damage mal Multiplikator ist bei mir Full XP. Das ist doch Bullshit einfach nur. Also ich bin froh, dass es mal Level 100 dafür gibt, aber ich bin trotzdem enttäuscht. Der einzige positive Punkt ist halt der viele Schaden und die Rollen. Das sind 3 negativ auf 2 positiv. Wie gesagt, der 100 Aspekt, der ist mir wurscht. Der ist eigentlich noch ein Negativpunkt, weil das die Level 100 Waffe noch mehr deinen Dreck zieht. Dass du dich selber fixst und dass du eigentlich keine Rebound-Waffe hast und dass du halt wirklich. Also zum Beispiel auch hier. Was kann ich denn dafür, dass die sich battlen wollen, aber ich ihn battlen will und ich die Waffe benutzen würde? Natürlich treffe ich Carsten damit. Mache ich mal 100 oder 200 Crit, je nachdem, was abgeht. Aber warum werde ich bestraft davon? Ich soll jetzt sagen, Point Battle, wenn stackt. Hier stackt sich keiner. Ich muss ganz sagen, wenn sich von ihm die linke Seite und von ihm die rechte berührt, dann ist er von Stack vom Spiel. Das kannst du implementieren. Das ist da die X-Koordinate. Warum killst du jetzt mich? Ja, RIP, Alter. Du wirst bestraft dadurch. Ich glaube, ich gehe drauf. Braucht man einen Cut? Ne, weil da ist gleich einer down. Da ist einer down. Ne, aber ganz ehrlich, das pisst mich doch ein wenig an. Ich meine, ich bin froh, dass es was gibt. Ich bin froh, bla bla bla. Ich bin froh, dass es ein Update gibt. Das nächste soll nächste Woche kommen. Aber ich bin nicht zufrieden mit der Umsetzung. Ich bin mit dem Spiel
Auch als Godreus kam, seitdem bin ich unzufrieden. Ich würde auch mal sagen, dass es eine neue XP-Grenze gibt oder sowas, aber dann muss wirklich was. Also wenn es eine neue XP-Grenze gibt oder eine AOP-Waffe bekommst, dann musst du so eine sein mit der Imploder, wo du den Imploder schießen kannst, im Rebound benutzen kannst, dich somit jetzt selber triffst und dann von mir aus, wenn zum Beispiel 1,5 Millionen oder 2 Millionen XP ist, wahrscheinlich 1,5 Millionen reichen mir schon, dann sagst du, okay, es musste mal Damage sein eigentlich von mir. Von mir ist es ein Nuke Strike, der so gelenkt, dass er nur auf Gegner geht. Dann macht der halt, dann sagst du halt, okay, du hast 5 oder 6, sag mal, du hast 5 Nukes von oben, die runterkommen, einer macht 50 Schaden. Sind auf Gegner gelenkt, heißt du machst safe 250. Mit Grid, aber nicht halt, wenn einer grittet, gritten alle, sondern die machen einzeln Grid. Wenn der eine grittet, muss der andere nicht unbedingt gritten. Weißt du was? Irgendwas in dem Dreh hier fehlt doch einfach der essentielle Aspekt. Du wirst das Level 100 erstmal wieder bestraft. Du wurdest bestraft durch Godreus und wirst jetzt wieder bestraft. Sorry, aber tut mir leid, könnt ihr eure Meinung schreiben. Ich eskaliere ja nicht so wie jetzt bei Godreus, weil ich meine, da bin ich eskaliert. Bei Godreus hat es mich angepisst, da wurde die Level 100 nämlich auch bestraft. Indem halt alle gebettelt haben, Godreus, Godreus, Godreus. Ne? Und jetzt quasi wieder, die hier spielen es. Und müssen sich dann selber treffen, müssen selber leiden und so ein Scheiß und ihr wisst ja, was ich hinaus will. Das war's Pech mit dem Schneeball. Ich will es nicht ganz negativ ziehen, aber ich glaube, ihr versteht, auf was ich hinaus will. Habt ihr aber auf einmal selber, ihr seht, dass ihr kaum XP bekommt. Ich habe jetzt 600 oder 700. Ihr braucht halt dreimal 4000er ungefähr. Heißt, ihr braucht auf die 17.000 dreimal. 17 sind 51, wie ich es ja gerade ausgerechnet habe. Natürlich spielt ihr einen anderen Multi, spielt ihr statt 1,67, wir machen 1,82. Dann habt ihr wieder ein bisschen Multi mehr, spielt ihr 2,73 Single Shot und kriegt die Waffe. Dann habt ihr natürlich einen Multi, der ist bald bei 3. Der macht da, wenn er 600 AP spielt, mit Glück vielleicht dann 600er Grid. Ne, weil dann kriegt er die XP. 600er Grid? Das ist 400er Grid. Macht er 400er Grid in der ersten Runde, wenn er Glück habt. Mal 2 können der, glaube ich, nicht mitnehmen, ihr könnt auch nicht mitnehmen. Macht dann 400er Grid. Ab 2,73 kriegt ungefähr, warte mal, 400, kriegt er 1000 XP. Aber spiel mal auf 1&1, 2,73, 600 AP und bekommen die Waffe. 3, 2, 1, 3, 2, okay, hold on. Stress. Und jetzt ging die Musik wieder los, weil ich den Winning Sound ausgemacht habe. Weil er hat mich aufgeregt, ne? Da stimmt mir aber die Blende ich euch. Ich habe ja am Anfang eingeblendet, wer die Bratwurst hier haben. Habe ich voll vergessen zu sagen. Auf jeden Fall zur anderen Waffe zurückzugehen. Wir zeigen es euch in der Fighting Range. Ich gehe nach der Runde. Ja, nach der Runde. Gehe ich in die Fighting Range und zeige nochmal die ganzen Waffen. Dann spiel ich gesagt, schaut mal eure Meinung dazu. Wirklich jetzt mal eine Diskussion hier starten, was abgeht. Ich werde da wirklich. Ist es eine Sonderfolge? 14 Uhr, da kann ich wirklich mit. Da kann ich wirklich mit, bei dir mal fliegen, ist ja zu weit. Ja, okay. Okay. Nein, 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 darf mich. Oh Gott. Ups, 120 Wufe. Haben wir ja auch schon, habt ihr gestern ja gesehen. Vorgestern. Entschuldigung, vorgestern. Das ist übrigens nicht welcher Godreus disconnected, bloß er will jetzt nicht warten, das sehe ich ein. Weil sonst die Leute gibt Godreus, hauen ab. Die Frage ist natürlich, wen er überhaupt Godreus gekriegt. Ich habe das ja mal realisiert, dass einer dabei ist, der in so einem Level. Welches Level war er? 80 ungefähr. Ja, da muss man noch nicht Godreus haben. Das ist auch einer, der nicht gebettelt hat. 85? 79. Lol, wir sind LOL. LOL. Sarko kenne ich gar nicht. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich kenne, glaube ich, viele Level 100 auch nicht. Ach, scheiße, den Chat löscht, wo mir Roman den Link schickt. Scheiße. Ja, ich wurde mir getroffen. Wir schießen die Bratwurst, wir machen eine Fighting Range, die Sausage, die Bratwurst und ich soll was ausprobieren und zwar alle drei Tanks stacken und mit der neuen Waffe, mit dem Bumper Zeug da mal 190 machen. Ist natürlich eine Distanzwaffe, macht es nicht Full Damage.
will das Spaß für die Statistik. Das ist eigentlich einfach für die Statistik. Das ist einfach so zu berechnen. Bei Sausage, Sausage wird scheiße. Ja, weil Ali auch Level 100 plus Disconnected gerade. Jetzt auf Etzer, da kommt der Ding da drin. Ich würde lachen. Es ist halt auch nicht schlecht. Mal die Sausage schießen. So. So, nee, was schon. Was war das? Machen wir noch eine Runde, machen wir eine längere Folge. Ach komm, eine geht noch. Machen wir eine längere Folge, kommen wir als Update aus. Ja, zur anderen Waffe, der 82er Waffe kann ich sagen, ich bin ein wenig überrascht, dass die ein wenig stärker ist tatsächlich, wenn du ein wenig gut triffst wie die Level 83er Waffe. Puzzle ist eine random Waffe, da kannst du jetzt nicht so viel sagen. Aber die kann gut sein, bloß dafür musst du halt erst einmal gut treffen. Also das wirklich. Ihr habt ja gesehen, wie die Runde. Ne, ihr habt im Stream gesehen, wie die Runde gebaut hat. Das ist wirklich krank, wie die Runde baut. Alter. Also das ist halt ähnlich wie mit zum Tunnel, bloß von da seht ihr das jetzt gleich. Aufpassen auf seinen Schuss, nicht auf meine. Meine ist nicht spannend. Wir haben null Wind. Gucken, glaube ich, werde wahrscheinlich auf Nero gehen, weil der besser steht, weil er ja so runter baut. Mach die Maus mal weg. Okay, macht er doch nicht. Wir treffen sogar beide wenn, oder? War nicht ganz so viel Schaden. Ist eine Distanzwaffe. Merken, wichtig. Ich habe die Statistik unten in der Beschreibung schon verlinkt. Einfach schauen, da steht die Statistik drin. Habe ich ausgebessert, die beiden Waffen sind drin. Steht da beim Stand auf der ersten Tabelle, oben links direkt. Beide Waffen stehen drin, natürlich steht der Maximalschaden nicht drin, weil ich das erste Mal, wenn ich die Upgrade-Stufen auch habe. Aber muss ich ja zweimal rum tun. Oder dreimal. Je nachdem halt. Woofer steht aber drin jetzt Schaden. Schadenstechnisch, da steht eben nur drin Distanzwaffe. Ja, wie der Schaden ist, kommt dann im SEW. Weil zum Beispiel macht der Woofer Stufe 1 macht ja 5 bis 6 pro Welle. Die 2er macht glaube ich 6 bis 8 und die 3er macht 8 bis 10 Distanz. Also die Distanz ist nicht 50% immer, wenn du komplett auf dich quasi schießt. Ist nicht weiter schlecht, aber sieht beim SCW immer besser, ob ich im SCW dann wirklich immer die Short Range zeige. Also viele sagen das immer. Mache ich vielleicht bloß, ich habe halt jetzt alles bis auf Woofer und Lotterie, was den Levelbereich, was ich machen kann, wurde alles schon aufgenommen. Ich weiß gar nicht, was ich da alles jetzt genau special gemacht habe oder was nicht. Kann es gar nicht so genau sagen. Guck mal, Steine schützen mich. Nuke muss ich nicht auf Short Run schießen, weil der ändert sich die Distanz auch nicht. Muss ich nicht machen. Das ist sinnlos. Aber wo war's? Puzzle habe ich allgemein alle jede Stufe 5-mal geschossen. Das reicht dann besser. Weil da checken wir es eher, das sind verschiedene Schaden. Also ich habe, glaube ich, den Baffler auch 10-mal geschossen, habe die besten 5 rausgeschnitten. Oder ich glaube den schlechtesten und den besten ist auf jeden Fall drin. Irgendwas in dem Dreh. Also es ist immer ein wenig Sache des persönlichen Geschmacks. Ich sehe halt Distanz auf, wenn der gut, dann steht 2 bis 5 und ich sage die 5er Variante. Wenn der weniger Damage macht, dann liegt es dann bloß an einem. Lol. Gears is going. Wollte ich gar nicht mitnehmen, aber gut. 114 Schaden, sage nichts, sage ich ja. Haifisch noch am Start. Welches Level haben wir denn da? Weiß ich gar nicht, 93. Jawohl. Deadraiser könnte man safe mitnehmen, bloß ich darf halt nicht verschießen. Ja, eigentlich muss ich halt muss ja Adrian treffen, ne? Oder war knapp. Gab nichts besseres, was sonst trifft. Also wahrscheinlich schon Ace HPD würde killen mit Grid. Muss ja wenig hoffen. Ja, ist eingeschlagen. Gut. 70 Schaden. Oder den da. Noch einmal 2. Goal. Wird er schon machen wahrscheinlich, aber ich höre es trotzdem einfach mal so. Wie viel hat er noch? 27. Wir machen die letzte Runde hier. Und dann zeige ich euch kurz die Waffen. Und dann war es das schon wieder mit dieser Runde. Nachdem ich ein bisschen meinen Redefluss im Vergleich zu den letzten Folgen mal wieder mit einem Thema befüllen konnte. Weil mein Folgeninhalt ja mal was mit dem Spiel zu tun hatte. Wird er da mal getroffen. Okay, checken wir uns noch kurz die Waffen.
Sausage Bratwurst, auch für, gleich für die Statistik ganz wichtig. Ich schreibe hier, Glücksrad habe ich schon gedreht im Stream vom Donnerstag. Jawohl, 22. Update. Erst ich habe es ja gesagt, im also schaut wirklich die Update-News, das ist ja eine reguläre Folge gewesen, da steht ziemlich viel schon drin von dem, was ich immer wieder gefragt werde, auch im Stream ein paar Mal die Frage kam. Die mir wollte ich. Ich zeige jetzt erst einmal, da wo es nicht viel zu zeigen gibt. Ihr habt es ja schon gesehen, tausendfach im Plauder. Also die Range ist 30%, ich weiß jetzt nicht, was das in Stärke ist, von rechts und links von mir. Aber wenn ich das dazu anschaut, ich kann jetzt da oben hinschießen und es schaut, achtet genau auf den Tank. Das lädt sich auf, implodiert, das sammelt quasi Kraft von außen und dann geht er hoch. Mit 1200 Schaden. Da. Ne? Und die werden aber nur 400 angerechnet. 400 mal Multiplikator, nicht 1200 mal Multiplikator, das wäre wegen zu OP. Sehe ich einer, muss aber wirklich eben diese genannten 50.000 XP machen, weil das hört sich viel an, aber wenn du so viel Schaden machst, geht es schneller, wie du denkst. So, auf Bumper Bombs, ich wurde gefragt, ich soll doch mal den da machen. Erstmal mit einer Person. Da habe ich auch gezeigt, Update-Video, ich muss es jetzt nicht zeigen, was das alles macht. Sondern ihr habt es ja eigentlich schon gesehen. Ich habe es extra die gerade Map benutzt. Macht 70, macht wahrscheinlich jetzt dann. Ja, no, war das jetzt no Grit? 70 haut aber nochmal einer Grit, glaube ich. Weil vorhin hat er gemeint, er hat 500 gemacht. Mit einmal 2. Ja, kommt hin. Wenn es mehr Grit ist, kommt es hin. Auf jeden Fall. Aber warum auf 3 Leute ist, ist dann aber schon Glück, ne? Was, vielleicht war es ein Point Battle, keine Ahnung. Weil im Stream halt gemeint, seht ihr schon wieder 30 Schaden weniger. Im Prinzip läuft die Waffe eigentlich so, ihr habt dann Bumper, deswegen, das, ihr steht quasi hier und schießt quasi was raus. Ich glaube bei der zweiten Stufe beim Array, schaut es ein bisschen anders aus. Ihr schießt quasi so ein Ding und der baut halt in diese Richtung. Die Richtung ist das Wichtige. Ein bisschen schwächer machen jetzt. Ihr müsst wirklich sehr viel vor den Gegner schießen, weil ihr baut das Stück runter, seht ihr, das hat alles getroffen. 156 und auch auf Full Distance. Habt ihr gesehen, vorhin hat es 5 gemacht, jetzt macht das ganze Ding 12. Und es trifft alles, warum trifft es alles? 168 sogar. Also ihr könnt, wenn ihr es richtig macht. Wie in der Simples, warum auch die One-Bounce treffen? Alter, und gut, das ist Mann, Alter. Das wusste ich ja selber nicht. Der springt jetzt weg, warum... Achso, ist es Direct Impact vielleicht? Sind die One-Bounce auf Direct Impact ausgelegt? Ja. Alles klar, das ist gut zu wissen. Wenn ihr... Also ihr müsst natürlich schauen, dass ihr den Gegner erstmal ganz runtergebaut habt. Und da müsst ihr die Dinger direkt treffen. Ich mach mal 2 stärker. Ja. Also, wenn ihr das alles komplett treffen wollt, dann muss der Gegner schon mal ganz unten stehen. Damit ist ungefähr 45 Grad. Das wird wahrscheinlich wieder 45 Grad passieren sein, oder? Besser nicht zu hoch sein oder so. Nee, das passt sogar. Am besten 45 Grad und ihr müsst. Da sieht man es, die beiden haben nicht getroffen. Ne, Buschi, die vorderen beiden haben nicht getroffen. Ja. Jetzt hat, da sieht man es ganz gut, der ist nicht drauf, Safe Call nicht drauf, machen wir jetzt mal einen stärker. Jetzt ist der vordere zu weit. Gegner ganz runterbauen, weil dann müsst ihr, dann stellt er Direct Impact, weil er jetzt dahin schießt, dann springen die weg. Lol. Deswegen habe ich es vorhin verkackt, jetzt weiß ich es, weil durch den Bumper, ich habe den Bumper nicht berechnet. Fuck, ihr dürft nicht stark schießen. Jetzt springen die nämlich weg, weil die bouncen. Und dann bouncen sie dann noch, also die bouncen auf, als sie den Tank nicht getroffen haben. Wenn ich es jetzt mache, dann springen die weg. Gut, haben sie auch nicht getroffen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ihr müsst auf den Gegner, auf den Boden stehen, wenn ich plus 3 mache. Dann trifft er fast alles. Und jetzt auch auf 2 Leute, zwar Distanz, aber 208. Das will jetzt rausfinden, wie viel Schaden ich maximal machen kann. Mit der Waffe. Wenn ich 45 Grad mache, kommt der Drunterbau. Das ist auf jeden Fall zu kurz noch. Das mache ich jetzt nochmal, wenn das geht. Mal plus 4. Ich war vielleicht ein wenig zu stark. Habt ihr gesehen? Die Bone Bounces kommen zuerst auf. Was man hoffentlich auch gesehen hat. Ne, okay. Ist wurscht. Habe ich mich verdammt. Aber jetzt seht ihr das 504. Also ihr könnt damit stacken wie Sau. Ihr müsst bloß schauen, dass ich gehe. Jetzt habe ich alles getroffen. 504. Gut, kommt ein wenig auf Crit an. Aber... No Grid macht ihr quasi 12 mal 12, also 144 mal 3. 432. Schaut, dass der Gegner komplett ganz unten steht. Für zum Beispiel ein 12er Projektil, okay. Habt ihr, glaube ich, gecheckt. Jetzt machen wir mal den Woofer nochmal. Auf sowohl Distanz als auch auf Nicht-Distanz. Das sieht man hier. Da wollte ich gerade sagen, interessant beim Woofer ist nämlich das hier.
Ihr könnt beim Woofer auch mehrere Leute treffen. Ich zeige gleich noch was anderes. Wir gehen in die andere Richtung nämlich auch. 7 ist ganz gut. Wir haben jetzt einen Grid. Zieht 30 dann ab. Habt ihr 240. Wenn ich jetzt dahin gehe. Ob bloß, dass der trifft. Weiß nicht. Dürft ihr mich auch beide Richtungen. Aber ihr dürft den Radius nicht größer machen. Ungefähr wie da. Ein bisschen geht noch. Aber ihr dürft den echt nicht so groß machen. Dann trefft ihr beide nicht. Also ist es quasi irgendwie ein Ring, aber weil ich ein bisschen weit auseinander gehe, dann zählt er nämlich, zeigt es im SEW dann besonders. Und die Short Range, habt ihr gesehen, das ist jetzt 10 Schaden, die auf Short Distance, die ist 8. Sind halt 10 Waves insgesamt statt 13 oder 11, wie ist die andere Stufe. So, jetzt fehlt eigentlich nur noch die Bratwurst. Die heißt jetzt wie viel? Bratwurst. Also wir hatten bei der Sausage halt den da. Und bei der Bratwurst haben wir jetzt ein paar mehr Schläge. Ich zeig's mal kurz da. Macht gleich viel Schaden. Macht auch plus 40. Ist deswegen auch nicht besser. Vielleicht ist es in dem Bereich besser, weil du da vielleicht den Doppel-Impact hast, den du bei der normalen nicht hättest. Jetzt habe ich nämlich hier den ersten Grid und bei der Sausage habe ich jetzt vielleicht mit Pech. Genau, da treffe ich plus einen, während ich jetzt bei der gleichen Konstellation hier, wahrscheinlich treffe ich gar nichts, treffe ich, ja. Dass da einfach mehr Schläge ist, aber trotzdem enttäuschend. Ist trotzdem enttäuschend, muss ich sagen. Bin ja ein wenig enttäuscht davon. Und ja, jetzt wisst ihr, glaube ich, wie man Bumper-Bombs schießt, weil ich glaube, Level 82 könnten mehr haben wie Level 100. Weil ab Level 80 spielst du ja fast alles und ich habe es da wenig verkackt, deswegen habe ich jetzt 40 XP, weil ich wusste es nicht, weil ihr könnt einen normalen Schuss machen, ihr müsst da ein wenig anders rangehen, ihr müsst. Weil die Schüsse kommen ja von oben runter und prallen in eurem Bumper ab, heißt ihr, wenn jetzt da hingeht, das mache ich jetzt noch kurz. Und macht zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt machen wir mal kurz, vielleicht an Deadweight. Mal einen Schreiser kurz, dass wir sehen, wo wir hinkommen, da kommen wir hin. Ah, du änderst halt den Winkel, du Affe, du Mongo, ey. Geht es jetzt wieder nicht? Wir haben 48, 44. Das ist jetzt der Schuss von Deadweight. Trifft ja exakt. Wenn ich aber meine Waffe nehme, meine neue, mach den gleichen Winkel, müsst ihr ja tendenziell ziemlich genau, ich mache jetzt mal zwei Schwäche, genau treffen. Tja, fliegt aber halt drüber. Weil er quasi du diesen Bump, wenn ich mal schon den da mache. Ein Bumper-Schuss nimmt noch ein wenig Energie auf oder mit. Oder gibt dir noch Energie mit. Also. Ich weiß nicht, ob der Tracer das mit einberechnet, wenn der weiß, wo die Waffe schießt. Ich glaube nicht. Aber schauen wir mal. Auf jeden Fall bedanke ich mich als Zuschauer an der Stelle. Bitte schreibt mir in die Kommentare, was ihr von Update haltet, ob ihr meiner Meinung seid. Gerade die Level 100er, die die Waffe haben. Ich meine, ihr müsst ja Level 100 sein, um da mitzudebattieren. Könnt ihr, macht natürlich gerne. Aber die wissen halt, wer. Wie es abgeht, die haben sich vielleicht öfter mal geschossen und gesehen, in welchem Bereich, wie viel XP man kriegt, weil das in Deutschland halt groß, wenn du siehst, was bis 400 XP. Ist halt scheiße. Und dann halt, für die Waffe schießt, ich hoffe, euch konnte ein wenig helfen. Am Anfang waren ja die Sachen dabei, halbe Stunde Folge, wird wahrscheinlich ein bisschen länger, weil ich das noch hinten dran schneide, oder vorne dran schneide. Wir sehen uns dann, wenn halt Sonntag ist, wahrscheinlich am Dienstag, nächsten SSL-Folge, heute Abend dann noch in Wolfenstein. Das ist die erste frisch aufgenommene Folge der neuen Aufnahmesession von vorgestern Abend. Und an der Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wahrscheinlich heute Abend im SEW für viele. Bis dahin, haut rein.